Willkommen zurück zu Tomb Raider, The Legend of Tomb Raider. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so seht, aber bei mir sieht das Spiel irgendwie so krisisch aus. Ich weiß nicht, ob das so gemacht ist, woran vielleicht der Fehler liegt. Ich habe das mir eigentlich mal alles ein bisschen angeguckt. Das ist einfach nur so gemacht, ich weiß es nicht, aber das ist wahrscheinlich entweder nur in dieser Winterregion. Oder, ja, kein Dunst. Okay, wir nehmen erstmal hier noch ein bisschen Zeug mit. Wir können hier von Baum zu Baum hüpfen. Das finde ich auch übelst klasse gemacht. Zack, zack. Oh. Vergraben Überlebensverstecke erhalten Auswahl an Ressourcen. Aha. Das heißt, komm ich da hoch? Ja. Da geht's auch hoch. Yeah. Machen wir wieder ein bisschen was. Wir haben den Bewohnern der Talstadt gesagt, dass wir am Morgen angreifen. Dabei werden wir beim Mondaufgang hinter dem Karasch vorrücken. Die Gefangenen aus den Schlachten im Westen werden unseren Vormarsch wie ein Schild decken. Wenige haben den langen Marsch durch die Berge überlebt. Aber die übrig gebliebenen werden uns gute Dienste leisten. Die Stadt liegt glitzernd vor uns. Wir werden sie im Sturm erobern und mit unserer Beute heimkehren. Ja, dann macht mal. Viel Spaß. Okay, wir haben Pfeil und Bogen. Wir haben noch keine Pistole oder sonst irgendwas. Wir sind komplett ohne alles. Wir müssen da hoch. Warte mal, hier war noch ein Vogelnest. Das krachen wir mal schnell noch runter, dass wir uns ein paar Pfeile bauen können. Zack. Was ist denn hingefallen da? Diese Ruinen hier. Mongolisch. Mongolisch. Also hier gibt's sehr... Trinity. Sie sind hier. Wo? Zentrale. Hört ihr mich? Ach, Scheiße. Oh, Scheiße. Was war denn das? Da hat jemand nicht überlebt. Die Inschrift gilt vor allem einem Sieg im Kampf. Aber sie haben wohl etwas in der Nähe zurückgelassen. Ich weiß nicht, ob ich das... Ey, das war ein Headshot, du doofes Dreckvieh. Du wartest mal kurz ab. Ich muss dich ein bisschen auseinandernehmen. Sollte ich einen auseinandernehmen. Da ist noch eine Höhle. Ah, scheiße, komme ich nicht rein. Gut, können wir nicht ändern. Da hinten ist rotes Licht. Was macht rotes Licht? Es leuchtet rot. Aber nein, es war ja blaues Licht. Jeden Scheiß hier mitnehmen, dass man den... Warte mal, da hinten habe ich noch was glitzern sehen. Das nehme ich mir auch noch schnell mit. So, leer war schnell darüber. So, was haben wir hier? Haben wir hier unten noch irgendwas? Oh, es hat dir wehgetan. Tut mir leid. Nee, hier ist gar nichts. Gar nichts. Sehr schade. So, wir müssen jetzt. Komm ich denn da hoch? Erstmal gar keine Ahnung. Auf Kletter. Auf Bäume klettern, auf Kletterbäumen. Auf Bäume klettern. So, ein Latsch. Okay.
ist hier los? Erkundungsteam hier, Overwatch. Bitte kommen. Erkundungsteam, bitte kommen. Wir hatten Störungen bei der letzten Übertragung. Oh oh. Fick die Luzi. Oh. Hey, der dreckige Futter weg, Junge. Weg! Ich hab den Kreis gedrückt. Willst du mich verarschen? Ups. Das soll ja nicht nur Kreis drücken, ich soll mich ja auch wehren. Bin ich nur doof. Oh Mann. Nein gehabt. So schnell geht's. Lara, du hast wohl mal wieder die Tür nicht gefunden. Aber so geht's doch viel schneller, Dad. Komm her, du kleines Äffchen. Gehst du jetzt wieder auf ein Abenteuer, Dad? Ja, mein größtes bisher. Also ich finde, ich wäre die perfekte Assistentin. Oh, wirklich? Und es gibt niemanden, den ich lieber dabei hätte. Aber diese Sache ist zu gefährlich. Lara, hör mir zu. Eines Tages wirst du in dieser Welt große Spuren hinterlassen. Du wirst mich so stolz machen. Einen Moment, Schätzchen, ich muss da rangehen. Oh, die sieht aus. Total zerrammelt. Ich muss die Wunde verbinden. Heilende Ressourcen. Sammeln Sie Kräuter und Stoffe, um heilende Salben herzustellen. Diese Blätter sollten die Blutung stillen. Ich brauche einen Verband. Ja, warte doch mal Zeit ab, Puppe. Weg, um die Bären zu besiegen, okay. Dann machen wir das mal. Auch mit dir. Mit der hübschen Bubs. Diese Pilze sind Fliegenpilze. Ich könnte ein Gift daraus herstellen. Okay. Da können wir hochklettern. Warte mal, hier geht's aber auch lang. Oh. Leuchtet hier noch irgendwas auf? Ne. Hier runter. So, und hoch mit dir. Schnucki. Hey, das ist wirklich nur im Spiel so, dass das so kriselig aussieht. Das haben sie wahrscheinlich mit Absicht gemacht. Ja, gut. Okay. Und wir können jetzt hier runter sliden. Yeah. Brauchen Pilze, 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 Pilze. Soll auch ein Gift herstellen. Aber wie? Hier noch den Busch mitnehmen. Busch. Hä, war ich hier vorne schon gewesen? Nee.
Finden Sie Pilze, Giftpfeil upgrade. Damit sollte ich doch etwas anfangen können. Ich sollte ins Camp und es versuchen. Darf ich hier unten nochmal wenigstens kurz rein? Oder ist der Bär jetzt hier? Das wäre dann ein bisschen fatal. Erze. Okay. Wozu immer das auch gut ist. Ich habe aus dem Blutbad im Grab des Propheten gelernt, was ich konnte. Meine Brüder wurden alle irgendwann in den letzten Tagen getötet. Die Anhänger des falschen Propheten starben hier zu Hunderten, waren aber schließlich siegreich. Ich habe das Grab so gut es ging versiegelt und den Männern im nahen Dorf gesagt, dass der Prophet endlich tot sei. Ich drohte ihnen etwas und sagte, dass dieser Ort geheim bleiben müsse. Ich weiß nicht, ob der Prophet überlebt hat, aber ich folge ihren Spuren. Niemand entkommt dem Trinity-Orden. Ja, ja. Was sagst du jetzt? Dann später riecht doch die Fresse voll. Komm. Ab dem Mist. Okay, haben wir abgebaut. Ist noch irgendwas hier? Da haben wir auch noch was. Weiß nicht, wozu das gut ist. Munition zwar erstellen oder irgendwas. Nein, gehackt wie eine Bekloppte. So, liegt hier irgendwas noch rum? Nee. So, raus aus der Höhle, ins Lager hoch und wie es gesagt hat, soll ich da diese Giftpfeile herstellen. Aber warte mal. Zack, zack. Nehmen wir noch schnell mit. Federn brauchen wir. Kra, kra, kra. Warte mal, da oben habe ich noch was gesehen. Ja. Der Prophet und seine Anhänger sind im Schutz der Nacht gereist, auf einem gewundenen Pfad entlang der Grenze des östlichen Reiches. Ich weiß nicht, wohin sie wollen, und ich vermute, sie wissen es auch nicht. Aber sie wissen, dass wir sie jagen, bis die Ketzerei ausgelöscht ist. Das Gesindel im Grenzland gibt ihm Unterschlupf. Und ich finde es seltsam, dass mir keiner, der ihm geholfen hat, etwas von Belang sagen will. Selbst wenn ich mit dem Zorn Trinities drohe oder ihnen ein Messer an die Kehle halte, schweigen sie weiter. Sie sterben, ohne zu verraten, was sie wissen. Der Prophet hat eine seltsame Macht über andere. Noch ein Grund, ihn zum Schweigen zu bringen. Ja, sag ich, sind wir noch hier auf und hier? Warte mal, da sind noch ein paar Äste und ein paar Blätter, die nehmen wir noch schnell mit. Ich weiß nicht, was ich da oben noch bauen kann gleich. Das wäre nämlich dann gleich vom Vorteil, das einmal alles mitnehmen. Okay. Da oben ist das Lager von mir. Schwuppdiwupp. Sie Giftpfeile, nutzen Sie das Inventarmenü, um Giftpfeile zu erstellen. Okay. Munition. Und dann auf Giftpfeile. Okay, nur zwei konnte ich erstellen. Und wir haben noch einen Fähigkeitspunkt. Jagd und Plündern. Was haben wir denn da? Erlangen Sie die Chance bei Plündern von durch Bögen erledigte Feinde Pfeile zu bergen. Hm. Okay, dann haben wir noch Kämpfernatur. Schaden durch Explosion und Feuer. Ohne Rüstung durch zeitlich abgepasstes Drücken von Dreieck außer Gefecht. Hm. Werden automatisch geplündert. Okay. Was haben wir hier noch? Feinde, die durch hergestellte Objekte erledigt oder außer Gefecht gesetzt werden, bringen mehr EP. Könnte man gleich mal am Anfang machen. So, ich wollte doch eigentlich... Wo war denn das?
Da oben. Ich hatte doch letztens ein übelst geiles Ausfeld ausgesucht gehabt. Was waren das für eins? Schattenläufer? War das das? Oder war das... Das Abfallen von Kugeln und Patronen reduzieren. Jetzt wird die Verzögerung, bevor sich Gesundheit nach Schäden wieder regeneriert. Wie viel Schaden durch Raubtiere wird gesenkt? Das, also lassen wir das doch mal an. Okay, weiter geht's. Muss mich ausholen. Nee, nichts gibt's. So kalt, so müde. Nur am Pendi, Alter. Du hörst mir zu. Diese Entdeckung ist zu bedeutend. Ich schere mich keinen Deut um meinen verdammten Ruf. Wie kannst du es wagen, mir zu drohen, nach allem, was ich für dich getan? Hallo? Hallo? Dad, was ist passiert? Diese Narren! Du machst mir Angst. Ich bin nah dran, Lara. Nah dran an etwas sehr Wichtigem. Eines Tages wirst du es verstehen. Ich will das gar nicht verstehen. Ich will nur, dass du aufhörst. Sei wieder mein Dad. Sophia, lauf weiter! Na los, wir haben sie! Schnappt sie euch! Teams melden. Wie ist die Lage? Over. Hier ist noch ein Cap. Das Feuer war noch warm. Sie können nicht weit sein. Over. Und zack. Bleibt in der Nähe. Wir müssen sie finden, bevor sie wieder auf Raubzug gehen. So, Firma dankt. Ab jetzt wird's nämlich lustig. Zentrale, wir schwärmen aus, um die Spur aufzunehmen. Roger, aber sie scheinen sich zurückgezogen zu haben. Das Primärziel ist das Vermissen. So. Zap, zarab. So geht das. Okay, Trophäe erhalten und da würde ich sagen, machen wir ein kurzes Päuschen und sehen uns zur nächsten Folge wieder. Ciao.